Das Säbelrasseln in Nordkorea geht weiter. In einer Erklärung der staatlichen Nachrichtenagentur Nordkoreas heißt es, dass das Recht auf einen nuklearen Präventivschlag kein Monopol der US-Imperialisten sei. Wenn die USA einen Angriffskrieg zünden, werden die revolutionären strategischen Raketenkräfte der Demokratischen Volksrepublik Korea einen Angriff auf das US-Hauptquartier der internationalen Reaktionäre führen, heißt es in der Erklärung. Tage zuvor hatte Nordkorea gedroht, das Waffenstillstandsabkommen von 1953 aufzukündigen, das den dreijährigen Krieg in Korea besiegelte. Hintergrund der verschärften Rhetorik ist das gemeinsame Militärmanöver der USA und Südkoreas vor der Haustür der Nordkoreaner. Die hatten gefordert, die Militärübung sofort zu beenden. Nordkorea forciert indessen seine Vorbereitungen auf ein eigenes Manöver. Möglicherweise wird es zeitgleich mit der Jahresübung von Südkorea und den USA zusammenfallen. In verschiedenen Videobeiträgen der staatlichen Nachrichtenagentur Nordkoreas werden Angriffsszenarien auf die USA dargestellt. Und Boriwa의 대결전, 선과 악과의 대결전.